So, willkommen zurück zu einem neuen Spiel, und zwar Plague Tale Innocence. Dann legen wir auch mal direkt los. Wähle dein Familienwappen aus. Ja, nehmen wir mal die blaue. Königreich Frankreich. November 1348. Das sind also deine Pläne für mich? Ich soll folgen. Ich werde voranreiten und sie Staub schlucken lassen. Aber dafür brauche ich ein gutes Pferd. Du drängst mich schon so lange zu diesem Spaziergang. Warum hier? Der Baum. Welcher Baum? Der Apfelbaum, Vater. Ich möchte die Ritterprüfung nochmal absolvieren. Den Ritterschlag. Durch den Wald. Aber du hast keine 10 Jahre mehr, Amicia. Oh, bitte, Vater. Ich habe mich gut darauf vorbereitet. In Ordnung. Dann mal los. Okay, weiter geht's. Sieh dir mal Leon an. Das Raubtier aus Guyenne strotzt vor Kampfeslust. Leon. Dein Raubtier denkt wie immer mit seinem Magen. In der Hinsicht ist es dir nicht unähnlich. Vorsicht, Fräulein. Los, Leon, du wirst Beute finden. Ich glaub an dich. Mach dir keine allzu großen Hoffnungen. Lass uns weitergehen. Ah, oh, sieht doch schon mal schick aus hier. Sieh mal, die Schleife deiner Mutter ist immer noch da. Hier habe ich ihr den Hof gemacht. Ja, Vater, ich weiß. Wenn sie doch nur mitkommen könnte. Wir haben alle unsere Verpflichtungen, Amicia. Du weißt, in einer Familie... Hey, ich versuche dir etwas zu sagen. Welch große Autorität, Ritter Derun. Na los, und bring zur Abwechslung mal etwas zurück. Also, wo war ich gerade? Wir alle haben Verpflichtungen. Ich verwalte diese Ländereien, deine Mutter kümmert sich um deinen Bruder und du... Ich bekomme dich kaum zu Gesicht, von Mutter ganz zu schweigen. Hör mal, jetzt sind wir doch zusammen. Folge mir, Töchterchen. Hey, warte. Folge mir. Du hast die Schleuder dabei. Natürlich. Die Steinschleuder? Also dann. Die habe ich immer dabei. Wagst du es, das Tor der Prüfung zu durchschreiten? Amicia Derun kennt keine Angst. Dieser Apfelbaum wurde zu deiner Geburt gepflanzt. Er wird zeigen, was in dir steckt. Werter Ritter, wie lauten die Regeln der Prüfung? Die heiligen Äpfel des, heiligen Apfelbaums wurden vom großen Bösen verdorben. Wenn du 6 der verdorbenen Äpfel zerstörst, bis ich bis 10 gezählt habe, schlage ich dich zur Ritterin. Ich nehme die Herausforderung an. Da drüben neben dem Stamm liegen ein paar Steine. Hol sie und gib mir Bescheid, wenn du bereit bist. Okay. Gehe durch den Wald abgeschlossen. Sammle Steine für die Schleuder. Bereit. Ich beweise dir, dass ich kein Kind mehr bin. Gut, komm zurück. Stell dich hinter diesen Stamm. Von dort wirst du schießen. So soll es sein. Was hat der gesagt? 6 Äpfel, wa? Schieß auf die Äpfel. Dann mal los. 1, 2, 3, 4, 5. Weiter so, Amicia. 6, 7, 8. Und so wurde aus Amicia eine wahre Ritterin. Da. Sieh mal eine an. Sehr schön. Ich bin wirklich beeindruckt. Aber deine Schleuder ist schrecklich laut. Er war ein Geschenk von dir. Oh ja, hatte ich fast vergessen. Meine Güte, was hat er denn? Er hat wohl einen Hasen gerochen. Hinterher, schnell! Hase. Ich komme nach. Du bist viel schneller als ich. Ducken mit C, ja, ja. Folge Leon. Halte zum Rennen, Umschalt gedrückt. Leon! Warte auf mich!
Kriegen wir doch alle hin. Leon! Ein Jagdhund darf seinem Jäger nicht davonlaufen. Leon! Ey, wo ist der Köter hin? Da bist du ja. Macht denn der da? Gewittert? Lieber Himmel, ein Wildschwein. Braver Hund. Toll. Hat er was gefunden? Psst. Sieh mal, ein Wildschwein. Schöne Beute. Das reicht für ein kleines Festessen. Vielleicht nehme ich meine Schleuder. Das könnte funktionieren. Aber du musst näher ran. Bleib unten und versteck dich im Gras. Es trinkt. Das ist meine Chance. Schleiche dich an das junge Wildschwein heran. Und jetzt muss ich das Schwein erledigen, oder was? Ich hab mich gesehen. Ziel auf seinen Kopf. Schieße auf den Kopf des Wildschweins. Vorsicht, du musst auf den Kopf zielen. Ich versuch's ja. Ich will den Braten auch. Ich weiß. Du schaffst das, meine Kleine. Da bist du ja. Dub dich ins Gras. Rund. Ja, ja. Schuss! Lässt dich der Hunger immer so genau zielen? Ha! Der Braten ist jedoch noch nicht serviert. Nein, nein, nein! Schnell, Leon, nicht die Spur verlieren! Heute Abend speisen wir wie Könige, das verspreche ich! Daran zweifle ich natürlich nicht. Nicht aufgeben, Leon! Ich komme, Leon! Wenn du es aufhältst, bekommst du auch ein schönes Stück. Finde Leon. Na, warte mal, können wir auch da lang? Das Wildschwein. Es blutet. Es blutet. Er bellt nicht mehr. Er muss es gefunden haben. Na, dann gehen wir mal gucken. Oh, die Hose war so gut wie neu. Das wird Ärger geben. Tja, drin in der Waschmaschine. Ach stimmt, da gab's noch ja keine. 1348. Die Bäume. Wer war das? Leon, komm her! Das ist das Wildschwein. Aber Leon war das bestimmt nicht. Na, das war mal ein Schwein. Leon, komm her! Leon! Leon, ich bin hier! Ich komme! Wo ist denn der Köter? Da. Leon! Wer war das? Leon! Was ist das für eine Teufelei? Leon. Wir müssen weg. Leon. Sofort! Nein. Plague Tale. Innocence. Ich werde eine Jagd organisieren. Geh zu deiner Mutter. Ich muss mit ihr sprechen. Sie kümmert sich. Ganz sicher um Hugo. Ja, natürlich. Amicia. Er war ein guter Hund. Genau, er war ein guter Hund. Die Bolzen zur Verstärkung der Tür. Ich habe sie noch nicht fertig. Hast du gehört, dass die englischen Truppen unterwegs sind? So, dann gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Seid gegrüßt, Mademoiselle Amicia. Die neuen Bolzen müssen warten. Gibt es eigentlich Neuigkeiten aus der Stadt? Nein. Oh, na du.
Okay, weiter jetzt. Oh, Mademoiselle Amicia, ihr seid zurück. Theo, es gab einen Notfall. Hol die anderen und sprich so schnell wie möglich mit meinem Vater. Sehr wohl. Oh, ich habe ein paar Ziele für eure Schleuder hinter den Ställen aufgehängt. Oh, danke. So, können wir hier hoch? Ja. So, was haben wir denn hier? Da bist du ja. Ich hab dich überall gesucht. Na, Pfeife. Amicia hat diese Terra-Kordab-Pfeife für ihre erste Jagd von ihrem Vater geschenkt bekommen. Pfeifen wurde schon von unseren Vorfahren als Instrumente und Spielzeuge verwendet. So ermöglichten sie zum Beispiel auf der Jagd, aber auch in Kriegszeiten das Koordinieren von Aktionen größerer Gruppen. 1 von 11. Okay. Dann mal weiter. Schöner Bienenstock. Die von Theo erwähnten Töpfe. Wozu habe ich meine Schleuder? Und zack. Können wir schon mal ein bisschen üben hier. Ey, die Dinger sind wirklich Hammer. Wenn du die vom Kopf kriegst, ey. So, was macht ihr hier? Die Tür. Oh, Mademoiselle Amicia, wie war der Spaziergang? Später, Flor. Sag den anderen, dass sie vorerst nicht in den Wald gehen sollen. Ja, ich werde es ihnen sagen. Ach, der arme Huhn, ey. Na, meine Freunde. Das sind dicke Schweine, ey. Alle, warte mal. Ah, halla die Weißfirma, du hast ja mal richtig dicke Eier, ey. Okay, ich hab ihn noch gesehen. Agnero Ratio Sancti Sebastiani, beschütze uns vor dem Bösen, schenke uns ewige Gesundheit und halte die Pest von uns fern. Alles in Ordnung? Nimm Leon zu dir, bitte. Er verdient einen Platz an deiner Seite, auch wenn er manchmal ziemlich frech ist. Ich hoffe, du hast ihn nicht wegen mir bestraft. Ist hier irgendwas Interessantes? Nee, dann können wir weiter. Hoffentlich ist Mutter nicht zu beschäftigt. Das gute Wetter wird sich nicht halten. Der Regen hat schon die Ernte ruiniert. Leute verhungern. Wir haben Glück, in diesem Haus untergekommen zu sein. Da hast du recht. Hm. Ach, da selbst die Sprüche, oder was? So, hier ist... Ach, Gabriel, ist Mutter oben? Ja, sie war die ganze Nacht oben. Der Kleine hatte wieder einen seiner Anfälle. Sie wird sicher keine gute Laune haben. Hm. Ich hab auch gleich einen Anfall, ey. So, Familienwappen. Tür zu. Ist hier irgendwas Interessantes? Sieht nicht so danach aus. Hast du gehört, was im Dorf passiert ist? Leute wurden gebissen, sogar Kinder. Ist das zu glauben? Es geschieht immer nachts. Als wären Hunger und Krieg nicht genug. Jetzt auch noch Vampire. Wir müssen gesündigt haben, um so bestraft zu werden.
Oh, Mademoiselle Amicia, ich habe euch gar nicht gesehen. Hallo, guten Tag. Hallo. Bin ich so unsichtbar, ja? Oh, hier ist eine Leiter. Da hinten haben wir was. Zimt. Ich hatte diesen Geruch fast vergessen. Gute. Gewürze sind nur in ganz bestimmten Küchen zu finden, da sie aufgrund ihrer Seltenheit sehr teuer sind. Darüber hinaus ist die Bevölkerung davon überzeugt, dass sie Elemente einer bestimmten Hierarchie unterliegen, die durch ihre Nähe zum Göttlichen bestimmt wird. Feuer herrscht über Luft, die sich über dem Wasser befindet. Das wiederum die Erde bedeckt. Gemüse, das im untersten Element wächst, ist danach für die Ärmsten bestimmt. Während Vögel, die am Himmel ihre Kreise ziehen, normalerweise auf dem Teller der Adeligen landen. Okay, da jetzt. Runterspringen können wir nicht, also müssen wir die Leiter nehmen. So, was haben wir hier? Dieser Duft wärmt mir das Herz. Es ist nichts Besonderes, aber es wird dir schmecken. Also mir bestimmt. Koch mal dein Süppchen da. So, dann werden wir mal weiter gucken. Lautsch mal hier die Treppe erstmal hoch. Luis, warst du bei meiner Mutter? In der Tat. Möchtet ihr sie sehen? Es ist wichtig. Anweisung von Vater. Gut, in dem Fall, ich muss euer Zimmer noch richten. Ich habe euch übrigens etwas aufs Bett gelegt. Seht es euch an, wenn ihr mögt. Oh, Marik. Danke. Mach ich. Gucken wir es mal hier hinten. Ja, gut. Hier ist erstmal weiter nichts. Ah, da liegt es, okay. Ach, Leon. Was soll ich ohne dich nur machen? Ach, die Hundebettdecke. Das Deckchen, das Mutter für mich gemacht hat, als ich noch klein war. Ich habe es überall gesucht. Tischdecke, handgewebte Deckchen werden gern mit Spitzen verziert und vorrangig zum Schutz der Tische vor heißen Töpfe und Schalen verwendet. Diese Deckchen ist mit Familienwappen verziert, ein traditionelles Muster, das junge, wohlerzogene Mädchen zu sticken lernen. Ach, nichts zu danken, Liebes. Pass gut darauf auf. Mach ich. Mutter? Du sollst hier doch nicht hereinkommen. Ja, aber etwas hat Leon im Wald angegriffen. Ich würde mir deine Abenteuergeschichten wirklich gerne anhören, doch... Aber es ist wahr. Leon lag winselnd am Boden und dann wurde er... Psst! Bleib hier bei deinem Bruder. Was? Warum? Was geschieht hier? Schließ die Tür hinter mir und öffne nicht die Fensterläden, egal was geschieht. Aber Hugo... Er ist nicht ansteckend. Ich weiß, du kennst ihn kaum. Aber das macht nichts. Vertrau mir, Amicia. Ja, Mutter. Okay, dann gehen wir mal weiter. Zum Springen E drücken. Nein, möchte ich nicht. So, was haben wir hier? All diese Tränke. Mutter, wirst du ihn jemals heilen können?
Anna, bist du da? Hm. Guck mal hier. Wie lange ist er schon hier? 4 Jahre? 5? Oder 6? Oder 7? Oder 100 Jahre? Wo ist er? Hugo? Na, da hinten. Ich bin's. Deine Schwester? Amicia. Hallo. Wir kennen uns nicht so gut. Mama wird bald zurück sein. Los, mach schon. Hat er gesungen? Nein, Senor Nicolas. Er hat 2 Männer getötet. Wo ist er? Zum letzten Mal. Wo ist euer Sohn? In guten Händen. Durchsuch das Haus. Ist das Mama? Hugo, komm her. Was ist denn? Psst. Verlasse das Haus. Ich weiß, dass du hier bist, Kleiner. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Wo haben sie ihn versteckt? Los, jetzt. Wo ist Mama? Sch. Wo zum Teufel ist er? Bleib unten. Hugo, ich bin's, Gabriel. Komm schnell her. Hey du, was zum Teufel treibst du da? Na los. Wo ist der Kleine? Hä? Lass sie in Ruhe. Schon mal was von Klopfen gehört, ey. Oh nein! Leer! Hört auf! Ich hab noch eine! Das wird sich leeren! Nein! Ich flehe euch an! Hugo ist nicht hier! Hey du! Ja, die werden hier alle umgelegt, ey. Also, wo ist Hugo der Ruhm? Polier ihr mal die Fresse, ey. Amicia, was ist hier los? Mutter. Ich muss Mutter finden. Sie wird es wissen. Oh mein Gott, Luis. Macht es dir etwa Spaß, mich so durch die Gegend zu scheuchen? Oh, okay, warte, eine Fresse geboxt, ey. Wir müssen weiter. Nicht hinsehen. Nein, nein. Nein, Amicia. Wir müssen weitergehen. Sag schon, muss ich dir wieder wehtun? Ich weiß es nicht. Da wird nicht lange gefackelt, ey. Hör zu, das ist deine letzte Chance. Sag uns, was du über die Arbeit deiner Herren weißt. Selbst wenn ich es wüsste, würde ich nichts sagen. Ich glaube, hier vorne war auch eine Tür. Leck mich nicht irre, jawohl. Wen haben wir denn da? Wo wollt ihr zwei denn hin? Ja, und du kriegst gleich was vom Kopf, ey. Hm. Oh, Kinder. So, können wir jetzt abhauen? Was geschieht hier? Alles wird gut. Hört ihr? Kommt mit mir. Hugo, nimm die Hand deiner Schwester. Ich gehe zuerst und ihr folgt mir einfach. Verstanden? Ich folge dir, natürlich. Wir müssen durch die Gärten. Amicia, nimm deinen Bruder an die Hand und folge mir. Aber leise, ja? Ja. Ja. Wachen, versperrt die Sie Aufgänge. Sind überall. Vertraut mir. Raus. Durch das Gras, da können sie uns nicht sehen. Wartet. Bleib geduckt, Mama. Um keine Geräusche zu machen. Und verstecke dich im hohen Gras. Gras.
Ich hab noch einen. Wer ist das? Der Gärtner. Kennt die Familie gut. Sagt, dass er die Kinder hat aufwachsen sehen. Den Gärtner kannst du umlegen, ey. Blumen. Ich hab ihm oft welche gebracht. Blumen? Mehr hast du nicht zu Hat dir. Geklappt. Greif. Versteckt euch. Dass er alles erzählt, ich arbeite was er schon ewig hier. Sie sind wie meine eigene Familie. Von mir erfahrt ihr nichts. Fahrt zur Hölle. Ach, wirklich? Du zuerst. Hör zu. Ich gebe dir Bedenkzeit und komme später wieder. Klare Antwort, ey. Und du? Stirb nicht, bevor du mit mir geredet hast. Bastard. Bastard. Wir müssen hier hoch, Amicia. Hilf ihm. Ich helfe dir hoch. In Ordnung? Na gut. Vorsicht beim Runterklettern. Obwohl wir für eine edle... Ein kleiner Junge und ein paar Bauern. Wie lange kann das dauern? Wo ist denn die Alte da? Vorsicht. Sie sehen uns. Wir müssen hier weg. Wenn ich auf die Helme in der Kiste dort ziele. Deine Schleuder wird uns noch verraten. Ich kann's ohne Schleuder versuchen. Halte Steuerung gedrückt, okay. Was war das für ein Geräusch? Gehen wir. Ist ja recht simpel. Au, mein Kopf! Atmen, Hugo, wie ich es dir gezeigt habe. Was hat er denn? Seine Krankheit ist ausgebrochen. Wir müssen uns beeilen. Acht auf deine Umgebung und wirf Geschosse auf Metallobjekte, um Gegner abzulenken. Er ist die rechte Hand des Großinquisitors. Einen besseren Hauptmann hat die Wache nie. Nein, Amicia, deine Schleuder wird uns verraten. Du hast recht. Und bald schnappt er sich auf den Sohn. Gehen wir. Ich sehe nach. Dann machen wir es halt so. Man weiß ja nie. Ah, die haben alle umgelegt, ey. Das ist nicht gut. Wir kommen nicht weiter. Mutter, wir könnten vielleicht einen Topf werfen. Meinst du? Das Geräusch wird ihn ablenken. Ja, dann schleichen wir uns vorbei. Na schön. Dann schmeiß mal den da mal hin, ey. Was war denn das? Komm, geh mal gucken. Los jetzt. So blöd wie du bist, ey. Oh nein, nein, nein. Ganz ruhig. Halt meine Hand gut fest. Seite verschlossen. Ja, Mutter, super. Da ist ein Loch in der Mauer. Ja, Hugo, es tut mir leid. Ich weiß, du hast Angst. Aber wenn du dahin durchkriegst, kannst du die Tür für uns öffnen. Wir passen da nicht durch. Was liegt dahinter? Konzentriere dich auf die Tür. Du bist ein tapferer Junge. Das hast du schon oft bewiesen. Amicia wird dich loslassen und du kriegst hindurch. Verstanden? Ist gut. Na komm, geh durch da. Nur Mut. Mach hin. Gut gemacht. Da ist jemand. Nimm meine Hand. Los. Gnade! Gnade! Warte. Wer um Gnade winselt, läuft auch nicht schneller, Junge. Sag ja, die töten alle. Ob die Römer sind? Keine Ahnung. Ja, und sie rennt hier einfach durch, ey. Folgt mir. Warte, ich komme. Amicia, du musst ihm nächstes Mal helfen. Tut mir leid, ich... Au, mein Kopf. Mama. Was ist los mit ihm? Sag schon. Ein Anfall. Hör auf meine Stimme, Hugo. Du weißt, was zu tun ist. Meine Augen. Mein Kopf. Hör mir zu. Atme. Denk an die Wolke beim Ein- Ausatmen. Ein- Aus. So ist es gut. Langsam. Mutter, wir müssen weiter. Gib ihm ein wenig Zeit. Alles wieder gut, Hugo? Ich glaube schon. Dann müssen wir weiter. Nur Mut, Liebling. So, können wir jetzt weiter? Du kannst herkommen. Ich komme. Okay, weiter jetzt. So geht das. Danke. So, wo ist die Alte? Ja. Gut, dann weiter. Mit Hugo ist das zu gefährlich. Er ist langsamer als wir. Da drüben sind Töpfe. Ich könnte hinüber und sie ablenken. Allein?
Ja, dann habt ihr mehr Zeit. Du kannst Y drücken, um Beatrice zu sagen, dass sie bleiben sollen, wo sie sind, okay? Ihr müsst warten auf mein Signal, aber sei vorsichtig. Ey, rutsch doch mal. So, einen Topf habe ich doch noch, wa? Jawohl. Den können wir da irgendwo hinfeuern. Mutter und Hugo brauchen Zeit, um durchzukommen. Okay, hat er nicht gehört. Machen wir das nochmal. Was soll diese ganze Ich muss Ihnen Bescheid geben. Psst, kommt her. Wir kommen. Komm, mach rein. Los, beeilt euch. Gut gemacht. Schneller. Ja, da ist nichts. Boah, war das knapp, ey. Das Gartentor. Hier sollten wir rauskommen. Da ist noch eine Wache. Die Vogelscheuche. Die habe ich oft für Zielübungen verwendet. Ihr müsst warten auf mein Signal. Aber sei vorsichtig. Also steil. Es kommt doch von da drüben. Alles gut, Hugo. Sofort. Ja, geh du mal schön gucken. Geh schon. Na los. Na los. Jetzt, ja. Oh, war aber auch knapp, ey. Oh, ihr lebt. Hier entlang. Hier entlang. Folgt mir. Mein Schatz. Los, versteck dich. Schnell. Du musst deinen Bruder zu Laurentius bringen. Dem Doktor? Ja, er half mir mit Hugo. Er wird sich um euch kümmern. Und was ist mit dir? Du musst mitkommen. Du brauchst mich nicht, Amicia. Du bist... Doch, ich brauch dich. Ich brauch dich. Schnell jetzt. Folgt dem Fluss. Er führt euch zu Laurentius. Mutter, nein! Der hat gesessen, ey. Komm mit, schnell! Tötet die Schwester, Soldaten! Rennen, okay. Was ist los? Wo ist Mama? Entkomme der Inkubation. So schnell du kannst! Die Erde fliegt! Amicia, der Boden bewegt sich! Lauf weiter! Sie sind direkt hinter uns! Sie sind hier! Die Fremden. Oh, war ein schon knapp, ey. Das Dorf liegt in dieser Richtung. Dort sollte uns jemand helfen können, Laurentius zu finden. Hugo. Hugo? Thank you.
Boah, die Musik, ey, geil. Nicht gefallen, dass ich ins Wasser gefallen bin. Dann sagen wir ihr es einfach nicht. In Ordnung? Komm, zuerst müssen wir trocken werden. Die Fremden. Suche Hilfe. Das machen wir auf jeden Fall im zweiten Part. Dann würde ich sagen, wenn euch dieser Part gefallen hat, schaltet auf jeden Fall im nächsten Part wieder mal mit ein. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und reingehauen.